Guten Tag. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich mein dienstliches E-Mail-Konto in 7 Minuten eingerichtet habe. Dabei orientiere ich mich an der Kurzanleitung, die ich mit dem Anschreiben bekommen habe. Los geht's. Ich starte mit Schritt 1, den Vorbereitungen. Ich benötige das Anschreiben, mein Smartphone, ein PC oder Notebook und meine Personalnummer. Es folgt Schritt 2. In diesem Schritt benötige ich mein Smartphone, um eine App herunterzuladen, die wir später für die Anmeldung mit zwei Faktoren benötigen. In unserem Beispiel laden wir die Google Authenticator App herunter. Ich öffne den App Store auf meinem Smartphone und gebe in das Suchfeld Google Authenticator ein. Wenn ich die App gefunden habe, drücke ich auf Laden und warte, bis die App heruntergeladen wird. Sobald das beendet ist, lege ich mein Smartphone zur Seite. In diesem Schritt melde ich mich das erste Mal an meinem Postfach an und vergebe ein eigenes Kennwort. Dazu öffne ich einen Browser, in diesem Fall ist das Microsoft Edge. Sie können aber auch Google Chrome oder Firefox verwenden. Dazu tippe ich in die Adresszeile ein https://selfover.hessen.de. Dann gelange ich auf die Startseite des E-Mail-Postfachs. Zunächst sehe ich Nutzungsbedingungen und einen Datenschutzhinweis. Dieses Fenster muss ich bestätigen, wenn ich die Hinweise zur Kenntnis genommen habe. Danach gebe ich meine E-Mail-Adresse ein, die finden Sie auf Ihrem Anschreiben. Und die endet immer auf schule.hessen.de. Danach gebe ich hier das Passwort ein. Hier handelt es sich um das Initialpasswort, das Sie auf Ihrem Anschreiben finden. Ich habe mir hier mein Passwort mal vorab notiert. Das nehme ich hier jetzt mal, markiere das und kopiere das. Dann kann ich das hier gleich wunderbar in das Feld einfügen und somit vertippe ich mich auch nicht und klicke dann auf Senden. Als nächstes muss das Initialpasswort geändert werden. Dazu muss ich dieses Passwort hier noch einmal eingeben und da ich mir das ja vorhin notiert hatte, kopiere ich mir das jetzt noch einmal. Markiere das, kopiere das und füge das hier entsprechend ein. Dann muss ich ein neues Passwort vergeben und das muss ich zweimal eintragen, um sicherzugehen, dass ich mich nicht vertippe. Auch das habe ich mir vorher in meiner Textdatei notiert, damit ich keine Rechtschreibfehler mache. Das neue Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Kopiere das und füge das entsprechend ein. Das neue Passwort muss ich bestätigen. Ich füge das hier einfach nochmal ein und klicke auf Senden. Jetzt haben wir das Passwort geändert. Als nächstes muss ich jetzt meine Registrierungs-PIN eingeben. Das ist die kompliziertere PIN, die auch in Ihrem Anschreiben steht. Auch die habe ich, damit ich mich nicht vertippe, zunächst mal in meinem Textdokument notiert. Kann das also jetzt hier wieder markieren und kopieren und entsprechend hier einfügen. Dann klicke ich auf Anmelden und werde dann weitergeleitet, um mein Smartphone zu registrieren. Im vierten Schritt registrieren wir nun unser Smartphone mit Hilfe der vorhin runtergeladenen App. Das dient dazu, das Postfach mit dem Smartphone zu verbinden, um später immer eine Zwei-Faktor-Anmeldung durchführen zu können. Dazu klicke ich auf Gerät hinzufügen. Gebe einen Gerätenamen ein, mein iPhone und klicke auf OK. Jetzt wird ein QR-Code angezeigt, den ich nun mit meinem iPhone
einscannen kann mit der vorhin installierten Authenticator-App. Ich nehme mein Smartphone zur Hand und öffne die Authenticator-App. Dann wähle ich Einrichtung starten und Barcode scannen. Um den Zugriff auf Ihre Kamera zu erlauben, klicken Sie hier bitte auf OK. Dann kann ich den Barcode scannen und die Registrierung durch Klicken auf Fertig auf dem Bildschirm abschließen. Nachdem ich mein Smartphone registriert habe, schließe ich nun das Browserfenster und komme zu Schritt 5. In diesem Schritt melden wir uns bei dem Postfach an und müssen jetzt noch eine Sicherheitsfrage vergeben, die wir später brauchen können, falls wir einmal unser Passwort vergessen haben. Und rufe auf https://over.hessen.de. Es erscheint der Anmeldebildschirm. Und hier habe ich auch zunächst wieder die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise. Die bestätige ich. Und dann kann ich mich anmelden mit meinem E-Mail-Konto. Klicke auf Anmelden. Jetzt muss ich als erstes mein neues Passwort eingeben, welches wir vorhin erstellt haben, und klicke auf Senden. Danach muss ich mein Einmalpasswort eingeben. Dieses wird mit der Authenticator-App generiert und automatisch beim Start der App auf dem Handy angezeigt. Das Passwort aus der Handy-App trage ich nun am Bildschirm ein und klicke auf Anmelden. Da ich mich das erste Mal anmelde, muss ich nun eine Sicherheitsfrage auswählen. Ich wähle hier, welches war Ihr erstes Auto und tippe die Antwort in das Feld ein. Diese Antwort muss ich mir gut merken, denn mit dieser Frage kann ich später mein Passwort zurücksetzen, falls ich es einmal vergessen habe. Nun ist der Registrierungsprozess abgeschlossen und ich kann mit der Nutzung meines Postfachs starten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums.